Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die Deep-Yoshi mit einem brandneuen Part von Pokémon Hardcore. Im letzten Part haben wir uns den Faustorden besorgt und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Jasmin im Stall. Um den Stallorden zu kriegen oder whatever. So, du bist also wirklich gekommen. Du magst der Arena Latte vielleicht geholfen haben, aber in der Arena geht immer noch das Gesetz des Stärkeren. Kämpfe entweder richtig oder gar nicht. Okay. Oh, was hat sie zu sagen? Hey, du bist aber mir leuchtet bereits bewiesen, wie stark du wirklich bist. Aber du wirst all deine Kraft brauchen, um im Kampf gegen Jasmin zu bestehen. Ich hoffe, du gewinnst. Ja, das hoffe ich auch. Also, lass uns gleich anfangen. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich es dir deshalb nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Jasmin, die Arenaleiterin. Die Pokémon, die ich einsetze, gehören alle den Typ Stahl an. Katsching! Hast du von diesem Typ schon gehört? Dieses Pokémon ist... sind eisenhart, bleiben immer kühl und berechnend und haben einen messerscharfen Verstand. Sie sind echt stark, in Ordnung? Das ist mein voller Ernst. Ja, das glaube ich dir. Also zeig mal, was du kannst. So, dann wollen wir mal gegen Jasmin kämpfen. Ein Magnetilo wird in den Kampf geschickt. Los, Wolfi. Du wirst es schon irgendwie richten, das Pokémon zu zerlegen. Zerlegen. So, Flammrat. Attacke. Mal gucken, wie viel zieht's ab. Na, nicht ganz so viel, wie ich dachte. Donnerblitz. Oh, das wird böse enden. Habe ich das Gefühl. Ja, es wird böse enden. Darum setze ich jetzt auch mein Wasser-Pokémon ein. Warum? Weil ich's kann. So, okay. Zephyr. Ich habe trotzdem komischerweise eine höhere Initiative als das Magnetilo. Das wundert mich gerade. Oh, das wurde besiegt. Tschüss, Magnetilo. So, 571 EP. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Jetzt mal zu Clefanser. Muss nämlich ein Pokémon wiederholen. Das ist das Wichtigste, was ich mir jetzt machen kann. So, ich wollte nämlich Wolfi wiederholen, denn wir brauchen es gegen das Pokémon hier. Papiererholung. Status Heilmittel. Beleber. Auf Wolfi. Und das ist so nicht die eine Attacke überlebt, lohnt es sich eigentlich gar nicht, das Pokémon zu sein. Also, setzen wir gleich mal wieder. Und so Wolfi ein. Los, Wolfi. Jetzt zeigst du mal, was du drauf hast. Ja, Bedroher senkt nochmal den Angriff. Aber es bringt, glaube ich, eher weniger. So, Flammrad. Zeig, was du kannst. Kritte das Ding bitte weg. Wenn du es kannst. Na, kannst du es anscheinend nicht. Donnerblitz. Tschüss, Wolfi. Tut mir leid. Du wurdest besiegt. Das tut mir echt leid. Du bist doof gelaufen. Egal. Los, Dash, du bist dran. Spür den Scheiß weg. Nicht eine falsche Attacke. Sonst bin ich im Arsch. So, mit Surfer haben wir das. Jetzt kommt Volltreffer, ist klar. Konnte Wolfi nicht den Volltreffer machen und sitzt. Wow, so viel EP. Nein, ich möchte das Pokémon jetzt nicht wechseln. Ich ziehe das jetzt hier durch. Mit unserem Wasser-Pokémon werden wir das schon schaffen. Von sowas wandert ein durchtrainiertes Stahl-Pokémon nicht auf den Schrott. Ja, das glaubst du wohl. Aber ich werde das Stahlos auf den Schrott bringen. Okay, es ist sehr effektiv. Eisenschweif. Es ist nicht sehr effektiv. Aber es ist voll... Oh nein, nein, Atlas. Es ist schon, meine Verteidigung wurde schon gesenkt. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Benutze eine Beere, bitte. Dann hätte ich da sogar noch eine Chance. So. Eisenschweif. Hätte uns das nicht uns irgendwie die Verteidigung gesenkt, könnten wir das jetzt überleben. Ja. Ich wusste es doch. Ich habe auch eine Idee, wie ich das jetzt handhabe. Mein sternes Herz gibt erst auf, wenn es vorbei ist. Ja, das glaube ich dir. So, dann Status Heilmittel. Ich wollte Beleber haben. Damit. Setzen wir es auf Dash ein und dann haben wir
den Kampf gleich schon gewonnen. Sandsturm. Ehrlich? Sandsturm kommt auf. Der Sandsturm tobt. Okay, wenn wir sogar noch Glück haben, kriegst du sogar noch schnell hoch ein. So, Dash wird kurz hochgeheilt. Und dann können wir auch gleich weitermachen. Sehr. Eisenschweif. Mit. Ja, okay. Mach ruhig weiter. Wir werden schon sehen, was es bringt. Okay. Ah, ne, ich will jetzt hier. Naja, wenn ich zu Trümmel einsetze, wird es wahrscheinlich das Pokémon heilen. Also, das will ich jetzt nicht riskieren. Ich kann hier sowieso nichts anderes machen. Ich habe jetzt meinen Eisenschweif bitte durch und beendet das hier. Danke. So, und so ist jetzt mal der Volltreffer weg. Dann haben wir noch eine Chance, das Stalos zu besiegen. Okay. Dash, du bist dran. Streng dich an. Ah, Scheiße! Okay, süß. Dann zu Top, okay. Ah, Mann. Was macht mich so erschrecken gerade? Zephyr. Okay, Zephyr muss es jetzt aber zerlegen, bitte. Perfekt. Das ist sehr effektiv. Schieß Stalos. Du wurdest von Level 25 Pokémon besiegt. Oh Gott, der 1470 EP. Oh, das ist ja heftig. Boah, schon fast 2 Level. Das war beeindruckend. Yay, 4200 Gold. Und dann haben wir wieder so viel Geld. Du scheinst der bessere Trainer von uns beiden zu sein. Das geht sowohl für dein Geschenk als auch für dein Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden, die Beten Stallorden. Aha, wir haben jetzt einen Stall in den Orden. So, wenn du den Stallorden besitzt, gehören die Pokémon bis zu einem Level von 70. Selbst wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und jetzt nimm das bitte das noch hier. TM23, das ist wahrscheinlich Eisenschweif. Ja. Der harte Schwung mit diesem Eisenschweif kann gelegentlich auch die Verteidigung des Gegners sein. Das haben wir auch gesehen. Oh. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Stallorden. Yay. Perfekt. Besser kann es nicht laufen. Okay, unsere Mutter hat wahrscheinlich wieder was gekauft für uns. Hallo, dir, wie geht's? Ich habe verdammt Nützliches gefunden. Und jetzt tut mir leid. Wo ist die beiden Lieferanten ab? Ja, du wirst es sicher brauchen können. Ob ich es sicher brauchen könnte, ist eine andere Frage. Aber ich frage mich eigentlich, warum hatte ich mir eigentlich nochmal Eisheiler gekauft? Ich hatte doch ganz viele Beeren dafür. Ach, ich bin auch so. Egal. Wir haben erstmal unsere Pokémon hoch und dann gehen wir gleich mal in den Supermarkt. Kurz ein paar Sachen auffüllen. Nochmal. Also viel haben wir, glaube ich, nicht verwendet, oder? Ein paar Beleber müsste ich wiederholen. Das ist alles. Wolfie geht es wieder besser und kann dich nun endlich wieder begleiten. Okay, komm bald wieder. So, dann lass uns auch gleich mal in den Supermarkt gehen und was kaufen gehen. Yay! Aber davor müssen wir noch mit diesem Typen reden. Ja, deine Mutter hat mir ein Paket gegeben. Schokobeere. Komm bald wieder. So, kann ich dir helfen? Kaufen. Brauche nämlich noch. Gibt's noch. Ja, ich wollte was kaufen. See. Ach, da war Beleber. Wie viel Geld haben wir? Es würde eigentlich für 2 Beleber reichen. So, 2 Beleber wieder reingeholt. Und. Super Wahl. Einfach aus Prinzip. So, und jetzt haben wir noch 90 Pokédollar. Das müsste reichen. Für nichts mehr. So, haben wir wieder das Geld ausgegeben. Ja, ich bin so verschwenderisch mit unserem Geld. So. Dann lass uns auch gleich mal weitergehen. Ich hatte eigentlich vor zu fliegen. Hallo? Danke. So, wo wollen wir denn jetzt am besten hinfliegen? Wir könnten sofort zu der Stadt gehen oder noch. Eigentlich müsste ich ja ein bisschen trainieren. Das ist das Problem. Also wäre es am besten, wenn wir jetzt von Teak City
alle Trainer im Kesselberg besiegen und auf Route 44 gehen. Ja, okay, das wäre jetzt, glaube ich, das Beste, was wir jetzt machen können. Also, restlichen Part wird wahrscheinlich ein bisschen Training werden. Aber davor wollte ich nochmal hier reingucken. Diesen komischen Ding. Das ist nur die eine, okay. Anscheinend hat sich da noch nichts geändert. Sind nicht noch mehr dazu gekommen. Und dann können wir auch nicht trainieren dort. Okay, dann lasst uns hier in diese komische Höhle reingehen. Wo ich schon die ganze Zeit rein wollte. In den Kesselberg. Mit uns. Was wir hier erleben, das frage ich mich echt. So, gehen wir mal hier lang. Dort hoch. Noch mehr höher. Die Leiter hoch. Obwohl, ich wollte eigentlich noch was gucken. Nee, da ist nichts. Gut. Dann gehen wir die Leiter nochmal hoch. Und hier ist ein Item. Ein Item. Ah, davor haben wir noch ein Super. Oh Gott, ne. Los, Wolfi. Mach es mit Bedrohung fertig. So. Ich glaube, Flammenrad müsste reichen. Und bam, hau das Ding einfach weg. Tschüss. So bad. So, was jetzt? 114 EP, ist ja fast gar nichts. Okay. Äther gefunden. So, gehen wir wieder runter. Ich fahr runter hier. Danke, dass ich runter darf. Gehen wir noch weiter runter. Oh Gott, so tief. Ob wir hier alle Items erfinden, weiß ich jetzt nicht. Na, Ratzfatz will ich jetzt nicht bekämpfen. Gibt eh fast keine EP. Ich wollte eigentlich nur gegen Trainer kämpfen. Okay. Flirt. Strieß. Mann, kommen wir da schon raus? Nee. Aber wir sind fast draußen. Hab ich das Gefühl. Ja, hier. Lol. Ach ja. Und das ist ein Angler. Da würde ich wahrscheinlich vorschlagen, dass ich dann meine Eileen raushol. Denn sie braucht noch ein bisschen Training. So, dann. Das war's, das Tiefklau. Nein, ich möchte nicht. Ich wollte den Typ mal labern. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémons, die ich gefangen habe. Ja, frisch gefangene Pokémon. Die werden ganz gut gekrillt. So, ein Baldorfisch. Okay. Es hat die Passive, dass es, wenn man es mit physischen Attacken angreift, dass es einen vergiftet. Das ist ein Problem. Aber wir haben eher kein Problem, da wir es ja mit Donnerschock angreifen. Und das ist ja eher so eine Spezialattacke. Und von daher macht es uns eher weniger aus. Okay. Und tschüss, Baldorfisch. Du bist besiegt. Ich hoffe, wir kriegen auch. Ist ja fast kein EP. Okay, 400. Es geht. Was? Das stimmt doch was nicht. Ja, du hast das falsche Pokémon gefangen. Das uns nicht besiegen kann. Hey, du möchtest der beste Trainer sein. Ja, okay. Ausnahmsweise. Items will ich immer gerne. Ich rufe dich an, wenn ich etwas nützlich finde. Okay. So, der nächste Kampf gegen diesen komischen Kauz hier. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Das soll ein Geheimversteck sein. Nicht? Oh mein Gott. Nidorina. Das ist noch nicht von Tutboden. Also könnte ich das noch mit Donnerschock bearbeiten. Es ist nämlich jetzt erstmal von Typ Gift. So viel ich weiß. Rutenschlag. Ja, bringe meine Verteidigung. Das wird dir sowieso nichts bringen. So, nochmal. Donnerschock. Krieg das Ding hier. Ein Volltreffer. Warum hast du den Volltreffer nicht beim ersten Mal gemacht? Echt nur. So, ein Nidorino. Da wächst sich das Pokémon bestimmt jetzt nicht aus. Ist ja erst so, dass die dritte Entwicklung von den beiden Boden-Pokémon ist. So. Okay, geht doch. Warum nicht gleich so? Echt. So, ich hätte meine
Mondstein verwenden sollen. Ja, das hättest du. Och, unsere Mutter ruft wieder an. Hat sie wahrscheinlich wieder irgendwas gekauft von uns. Hallo Dave, wie geht es dir? Ich habe heute beim Einkaufen wieder was Nützliches und ein Geld gekauft. Tut mir leid. Hol's bitte in die Veranda. Okay. Das machen wir natürlich. So. Du willst sicher wissen, wie es im Inneren des Kesselwerks aussieht. Was? Besiege mich und ich verrate es dir. Warum sollte ich das verlangen? Ein Dickdarm. Los, Eileen. Zertrümmern. Heuler. Natürlich, es senkt unsere Angriffskraft. Ach, typisch. Zertrümmern. Wie viel Schaden macht das? Ah, genügend. Okay, nochmal 10. Initiative. Oh nein! Das wird böse. Das wird böse. Das wird böse. Das wird böse. Das wird. Das war ein Volltreffer, WTF. Und es. Und mein Pokémon ist nicht besiegt worden. Cool. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. War richtig Glück. Ah, dieses Piepen nervt gerade. Ah, ein Dickdreh. Ja, ich will das Pokémon wechseln. Los, Dash, du darfst mal wieder was machen. Du darfst jetzt einen Dickdarm Dickdreh wegspülen. Ah, okay. Heuler, ja, senk unsere Angriffskraft. Bringt dir sowieso nichts. Ich setze jetzt Spezialattacke. Einfach aus Prinzip. So. Wie viel zieht ab? Wahrscheinlich ist es instant tot, ich weiß es. Okay. Dicktree wurde besiegt und wir kriegen bestimmt ein bisschen mehr EP als sonst. Hm. So, okay. Ein kleiner Stand. Da bleibe ich gleich bei den Pokémon. Denn unser Dash braucht Training. Das wird es auch irgendwann mal auf der dritten Evolutionsstufe haben. Und nicht noch immer auf der zweiten. Das dauert aber auch echt ewig, muss ich zugeben. Na okay, bisschen EP. Spieler besiegt Wolfgang. Ja, okay. Boah, ich hab verloren. Und das freut dich, cool. Okay, lass uns gleich weitergehen zur nächsten Stadt, zu Mohagania City. Da wollen wir erstmal ins Pokémon Center gehen. Und danach geht's dann für uns. Wo geht's denn? Ja, ich wollte ja noch ein paar Trainer besiegen, also das machen wir jetzt alles noch in den Part hier. Fehlen nämlich noch die Trainer besiegen, die wir letztens ausgelassen haben. Denn es kann ja nicht sein, dass wir sie einfach Trainer auslassen. Zitze. Ich bin ja so ein böser Dube. Egal. Lass uns dann mal schnell nach oben gehen und dort ein paar Trainer besiegen. Die warten bestimmt darauf, von uns zerlegt zu werden. Also, lasst mit uns. Ding. Okay, ein Picknicker oder Camper. Man kann so viel unternehmen mit seinen Pokémon. Wir haben immer großen Spaß, das glaube ich dir. So, drei Pokémon. Ein. Ah, war ja so klar, dass wieder in seinen Damen geschickt wird. Ich versuche es irgendwie mit Aline zu. Okay, könnt klicken. Definitiv können wir jetzt klicken. Wechsel das Pokémon auf Dash. Du darfst wieder anfangen. Dann zeig mal Dash. Was kannst du? Sandwirbel. Oh nein. Ich hasse Sandwirbel. Das ist die schlimmste Attacke, die es jemals gab. Wenn die höher stackt, ist das besonders schlimm. Aber spülen wir erstmal das Sandarm weg. Sowas braucht kein Mensch. Hm. Sandarm. Du wurdest besiegt. So, 88 P, 88 Ding. Bisschen EP. Ne, ich wechsle das Pokémon diesmal nicht. Super kann ich auch mit der besiegen. Und es lohnt sich ja weniger, das Pokémon auszuwechseln. Okay, einmal. Eiszahn. Das ist sehr effektiv gegen diesen Flug. Typ von Zubat. So, bisschen EP. Und Level 27. Nach langer Zeit. Und Wolfie hat auch noch ein bisschen EP. Und das setzt dann da mal. Okay, das perfekte Pokémon. Um unser Dash noch ein bisschen mehr EP zu geben. So, einmal wegspülen mit Surfer. Bei Sandama. Du wurdest mit Surfer weggespült. Na, sehr effektiv. Das ist sehr gut für uns gelaufen. Spieler sieht kein Bummerals. Verliere mal. Macht überhaupt keinen Spaß, das glaube ich dir.
Und wie schon letztes Mal erwähnt, gehen wir durch das Gras, weil ich keine Lust habe auf das Bezahlen von 100, von 1000 Poké-Dollar. Das ist voll unnötig. Und das wird jedes Mal kassiert, wenn man da vorbeiläuft. Und das will ich nicht riskieren. Angie Rough Rarick. Los, Aline. Einmal dann Shirk. Agilität. Agilität steigert die Initiative. Sehr stark. Also darf es wahrscheinlich im nächsten Ding sofort angreifen. Aber es hat sowieso nur Agilität ein, also von daher macht es eher keinen Sinn irgendwie. Ne, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie useless. Die ganze Zeit Agilität zu spammen. Tschüss! Ihr Farik. Du wurdest besiegt von nein. So, bisschen OP. Für alle. So, nächste Picknickerin. Was hast du denn Schlüssel für Pokémon? Gehst du auch zum Dinosaurus? Lust auf ein kleines Spielchen? Natürlich haben wir Lust auf ein kleines Spielchen. Mit solchen kleinen Kindern immer wieder. Ja, Pädophil, yay. Okay. Ein Pibi, Level 21. Das müsste eigentlich mit Zertrümmler eigentlich recht gut besiegt werden können. Na, okay, es geht. Ja, die Verteidigung sinkt. Das ist sehr gut für uns. Wow, das Clip-Gegen-Gesang ist daneben. Ich hasse Gesang bei dem Pokémon hier. Und tschüss. Pibi wurde besiegt? Ja, voll wenig EP. Ist aber echt wenig, muss ich zugeben. Das war wohl zu viel, Sküten. Das glaube ich dir auch. Okay. Hi, du magst Pipi auch? Nein, ich mag Pipi nicht. Ich mag überhaupt keine Pipis. Könntest du mal... Nein. Oh, schade. Dann melde mich dich einfach, wenn du über Pipi reden willst. Nein, ich will nie über Pipi reden. Also kannst du knicken. Hey, hast du seltene Pokémon? Nope. Ich habe nur einen Legendary Scroud am Pokémon. Sonst habe ich nix. So. Aline, du bist Ran. Du hast das schon wieder mit Donnerstock bearbeiten. Ja, wieso entwickelt keiner die weiter? Hm. Routenschlag, ja. Denk unsere Verteidigung. Wird dir sowieso nichts mehr bringen. Wenn ich dich gleich besiege. Bitte mach jetzt einen Volltreffer. Da haben wir es hinter uns. Grasfurie, na klasse. 5 Schaden, okay. Insgesamt könntest du uns 25 Schaden zufügen, aber tut jetzt einfach nur 10. Weil es so zweimal getroffen hat. 5 mal 2 sind 10, ja. Ja, jetzt lernen wir noch was. Mathe. Okay. Na, ich will das Pokémon jetzt nochmal wechseln. Dash, du bist dran. Mit Dash spüre ich das Ding jetzt einfach mal weg. Warum? Weil ich kann. Und weshalb? Weil ich sowieso tue. Okay, Zeva. Wieso hat eigentlich jeder so ein Nidorino und... Na, egal. Furienschlag. Din. Autsch. Lass mal aufhören, bitte. Es tut so weh. Na, okay, egal. Besiegen wir es einfach. Weg mit dem Müll hier. So, der Müll wurde beseitigt. Wir hatten ein bisschen P. Wolfi hat auch noch ein bisschen P. Wolfi erreicht Level 27. Meine armen Pokémon-Lieblinge. Oh, es tut mir aber leid. Nicht. Du bist ein nein. Aber der Wissensstand ist noch unausgezeichnet. Schon von Bill gehört, das ist ein wahrer Pokémon. Ich verehre ihn. Ich gebe mein Wissen über Bill an dich weiter, wenn du mir deine Nummer gibst. Nein. Warte ab, du wirst dich in deinen 4 Buchstaben beißen. Ja. Das werde ich definitiv nicht. Oh, ein Blutzuck. Hallo, Blutzuck. Blutzuck. Aline, wir hauen ja ab. Das hat keinen Sinn. Gegen so ein schwaches Pokémon zu kämpfen. Yay. Ich wollte nämlich hier noch die Trainer besiegen. Ich liebe meinen Pokémon, deshalb habe ich auch niemals von ihm getrennt sein. Oder will. Ja, will. Das habe ich auch schon überlesen. Okay. Lammers. Oh Gott, ne. Gib viel EP. Gib her. Gib die EP her. Mit deiner Shank. So, mit deiner Schakai mit das sind. Oh, immer noch nicht. Aussetzer. Na klasse, du setzt jetzt mal ein. Danke. Dann eben Donnerwelle.
Ich will jetzt nicht mit einer Kampfattacke angreifen. Das bringt dir so sich überhaupt nicht. Ja, kann ich das überhaupt jetzt einsetzen? Oder ist es. Oder ist die Attacke immer noch? Das Schock ist. Ist immer noch blockiert. Ey, ich will nicht, dass es blockiert ist. Okay, jetzt der Trümmler. Obwohl es nicht sehr effektiv ist. Es bringt sich rein gar nichts. Merke ich gerade. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich das Pokémon wechseln würde. Dash, du bist ran. Es hat keinen Sinn, hier weiterzumachen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Bloß will der Kampf ewig dauern. Und darauf habe ich, ehrlich gesagt, jetzt nicht so wirklich die Lust drauf. Okay, einmal bis. Ich hasse Aussätze übrigens. Scheiß Attacke. So. Das Lamos wird besiegt. Tschüss. Aline. Und dabei gibt es. Okay. Vergiss es. Wie konntest du das mir antun? Ja, ich konnte es halt. So, dann noch den Trainer hier besiegen. Du musst. Das musst du dir anhören. So ein rothaariger Schlüssel hat sich über mein geliebtes Pokémon lustig gemacht. Diesen fiesen Kajal hier. Hat doch keine Ahnung, mein Pokémon ist große Klasse. Ja. Das glaube ich aber eher weniger. So, sag mal, ein Nidoking. Oh, kein Nidoking! So, okay. Wir wechseln uns gleich zu Pokémon. Zu Dash. Du bist dran, Dash. Aline kriegt er sowieso gleich Level ab. Dann passt doch alles. Energiefokus. Ja, steigert deine. Kritische Chance. Bitte wirst du dir sowieso nichts helfen, weil ich dich jetzt einfach wegspüle, weil du Bodengift bist und. Bist tot. Ein Volltreffer. Wow, Dash, musstest du so brutal sein? Okay, egal. Alina, bisschen MP und Level Up. Spieler besiegt Hero. Mein Nidoking hat sich wacker geschlagen. Das glaube ich aber eher wenig. Ich habe es gewonnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Heart Gold. Und dort. Und dann werden wir. Ja, was wollen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich. Siegfried helfen. Der hätte nämlich hier in Mohagonia City noch was vorgehabt mit uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Also bis dann, euer Deep Yoshi. Ciao!